Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wir sind jetzt bald bei der 100 und ich möchte kurz noch etwas sagen. Es gibt seit neuestem jetzt zwei Disliker, die einfach mal meine Videos disliken müssen, die es einfach nicht verstehen, dass das alles eine Art Comedy ist. Meine Let's Plays sind nie richtig ernst zu nehmen in Sachen Beleidigungen, in Sachen andere Nerven und so. Es ist eine Art Comedy. Ich spiele halt einfach so ein bisschen eine Art nicht so stur und ehrlich. Und in einem Spiel wie Champions of Regnum, wo man halt auch negative Sachen erfahren muss und so, kann es dann auch manchmal passieren, dass es schlecht irgendwie ankommt oder so. Weil ich habe ja im letzten Part recht ein bisschen die Eisenrunde gemacht. Kiss you. Okay. Und ja, das könnte sein, vielleicht ist es ein Eise, der einfach die Art Comedy gar nicht kennt. Also es ist einer, der hat mir geschrieben, Hurensohn, schau zu, dass du ein Leben hast. Und beende endlich dieses scheiß Regnum Let's Play. Und dann hat er nochmals irgendwas geflucht, böse Schimpfwörter geschrieben. Und dazu sage ich nur eins. Ich wollte das Let's Play natürlich nur ungefähr so 50 Folgen machen im Staffel 1. Aber durch die Community bin ich ja dazu schon fast verpflichtet, weil die Community will ja immer weiter. Die wollen immer neue Videos sehen von Champions of Regnum. Und bin ich dazu einfach da weiterzumachen. Ich bin ein Comedianer, also einer, der eben YouTube, also Let's Play, schon zu einer Art Unterhaltung gemacht hat. Und ich möchte weiterhin meinen treuen und tollen Fans dieses Champions of Regnum Let's Play bieten. Wenn es dir reicht, dann schau mich nicht mehr. Dann ignoriere meine Let's Plays oder such dir eine andere Beschäftigung. Aber mit Hurensohn und mit Arschloch und so musst du überhaupt nicht kommen. Das muss niemand kommen. Also das ist etwas vom Eigensinnigsten, was ihr haben könnt. Weil es, vor allem ich habe sowas von keine Probleme mit Beleidigungen und so. Ich ignoriere sie schon fast. Also mir bringt's nichts, den Fans bringt's auch nichts. Die sehen nur ein paar Dislikes, mehr nicht, weil die Videos, Kommentare werden erstmal gar nicht veröffentlicht durch den Filter, den YouTube hat, wo gleich mal die Schimpfwörter weggemacht werden und auch die nicht so guten Sätze und so werden weggemacht. Und das sehe ich nur. Und mir kümmert es nicht. Also ist es völlig sinnlos, wenn ihr es schreibt. Aber ihr dürft gerne konstruktiven Feedback geben. Aber natürlich so, dass ja, ich mich natürlich auch ändern kann, wenn ihr, falls ihr es wirklich nötig habt, mir eine Änderung vorzuschlagen oder so. Ich mache einfach so weiter, weil es sehr gut ankommt, also jetzt schon wieder über 90 Aufrufe, schon wieder zwei die, Likes, ein Video hat sogar 8 Likes von Champions of Regnum und ja, also es kommt perfekt an, also es ist natürlich, bei YouTube kommt man nur schlecht voran, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ja, diese Eifersucht habt, diese ja, ich will auch so gut sein und oh Mann, der macht einfach viel zu viele Regnum-Videos, da kann ich hier gar keine Aufrufe mehr bekommen bei meinen Regnum-Videos. Wenn es so ist, dann tut es mir leid, aber bei YouTube ist das so, wer am meisten Videos über ein Thema macht, der hat am meisten Ansehen, oder? Und das bin halt ich momentan. Wenn ich Champions of Regnum oben eingebe, bin ich auch nicht so unbedingt auf der ersten Seite, glaube ich, ein einziges Video ist auf der ersten Seite. Und das war's. Also
Ich weiß nicht, ich habe auch die Probleme. Ich wäre auch gern Gronkh. Ich wäre auch gern Shititi. Aber ja, es geht halt einfach manchmal nicht. Und da muss man wirklich gar nicht eifersüchtig sein. Auch eben auf Beleidigungen sollten YouTuber überhaupt nicht schauen. Auf konstruktive Kritik, das hilft viel besser. Und ich bin einer, der eigentlich alle Kommentare sorgfältig durchliest. Und es auch versteht, wenn manchmal geneckt wird, wenn manchmal ja, beleidigt wird und so. Aber nicht so, als müssen wir dann da diese Kommentare einfach lassen. Ich klicke auf dieses Symbol da, wo man Sachen melden kann. Hass und deutliche Gewalt. Und dann ist das Kommentar weg. Fertig. Und was YouTube mit denen selber macht, das ist mir Schnuppe, aber ich mache es. Also wenn ihr irgendwas beleidigt oder so, dann müsst ihr davon leben, dass ihr wahrscheinlich gebannt werdet oder sonst irgendwas. Weil das ist das Einzige, was man eigentlich machen kann, bevor es noch schlimmer wird, oder? Und ja, damit ist es eigentlich das Thema jetzt abgeschlossen. Ich will einfach nur sagen, nehmt nicht alles so ernst. Ich habe jetzt wirklich die Eisen ein bisschen runter gemacht, weil ich einfach ein gutes Lied gehabt habe am Anfang und dann später so ein bisschen Ein-Mann-Armee gemacht. Aber das mache ich bei den Syrten auch. Bei den Igen kann ich es halt nicht machen. Aber es ist halt etwas, was ich zwischendurch mal machen will. Einfach mal eine Herausforderung zu haben. Und wer sich da nicht damit abfangen kann, der ja, soll meine Videos halt nicht schauen. YouTube ist eine freie Plattform. Da wird man nie gezwungen, Videos zu schauen. Man darf Videos schauen, aber muss es nicht. Und da kümmert es mich nicht, ob irgendwas beleidigt wird oder ob gespammt wird oder so. Ich tue sie einfach nicht freischalten. Fertig. Das ist viel besser für mich. Da sind wahrscheinlich auch ein paar am Leveln, weil es wenig Orks hat. Wir gehen jetzt mal hoch und wir wollen ja Level 52 werden. Ist nicht mehr weit. In diesem Part haben wir sicher erreicht. Und dann nur noch 8 Levels. Oh, ich freue mich so auf Level 60. Und ja, es geht halt jetzt immer wieder länger. Also ihr müsst halt immer wieder länger auf das warten. Außer ich habe dann Leute, die mit mir leveln. Aber schaut, zwar Kisu dort, und manchmal ist Anira hier. Aber die wollen alle auch alleine leveln. Weil sie genau wissen, ja, es ist dort schwer, immer die Kollegen beisammen zu haben und so weiter. Und 53, yes. Aber nur so schwach. Hä? Wieso ist der so schwach? Ah, das sind Links. Nein. Der ist der Schwächer. Da ist der Links. 68. Das wäre irgendwie was mit 70, 75 und 100. 70 bis 100. Ja, ist nicht viel stärker. Wir haben noch Blitzschaden plus 20, also 88. Stumpfschaden plus 20. 108. Ja, es ist völliger Mist. Der lasse ich hier und verkaufe ihn dann wieder. Ah ja, ich wollte ja Rüstung kaufen, stimmt. Darum war ich dort. Ja. Später. Ja, bisschen abgelenkt bin ich halt auch und manchmal rutscht mir irgendwas raus. Aber eben, wenn es euch betrifft, dann schreibt in die Kommentare, kannst du dich bitte Entschuldigung, ich habe da irgendwas Negatives gehört im Let's Play. Dann könnt ihr noch die Zeit angeben oder sonst irgendwas. Und ich entschuldige mich natürlich dann, also kein Problem. Einfach ist nicht plötzlich ausrasten und dann in die Kommentare das schreiben, dass wirklich allen ein bisschen sauer aufstehst oder so. Also wenn ich dann wirklich noch besserer YouTube werde und
wirklich treue Fans denn habe, dann müsst ihr eins gestehen. Wenn ihr das macht, dann bekommt ihr den größten Spam über. Den größten Hate, den es gibt. Weil es wird so extrem auf die YouTuber, auf die Let's Player vor allem geschaut, dass ich das schon vorstellen kann, dass ihr dann das schrecklichste Leben habt für mehrere Tage bei YouTube. Und es lohnt sich wirklich nicht. Auf YouTube ist man halt eine Community, ist man zusammen, hat wirklich dieselben Probleme auch manchmal. Jeder Let's Player hat ungefähr das Gleiche. Es ist halt abhängig vom Let's Player, wie er damit umgeht und ob er weitermacht oder so. Aber eben, bei mir ist es so, ich mache die Let's Plays so lange, wie sie sehr beliebt sind. Und Champions of Regnum war noch nie so beliebt, also habe ich noch weniger der Grund, mit dem Let's Play aufzuhören, also mit dem Regnum Let's Play. Das Regnum Let's Play wird wirklich aufhören, wenn wahrscheinlich ich keinen Bock habe, nicht wenn ihr keinen Bock mehr habt. Weil ich kann es nicht spielen, wenn es mir keinen Spaß macht. Und momentan macht mir Regnum wieder Spaß, aber die Community hat bei Regnum ist ein bisschen passiv. Weil ich nicht zum Aufnehmen komme, weil halt die Fortschlachten irgendwie an falschen Seiten sind oder gar nicht mehr existieren. Vor allem auf der Ing-Seite. Ich kann nicht einfach zu den Neuesten gehen und sie begleiten zu den Zürten und dann mitmachen. Weil die Eisen greifen mich selber da an. Und ich könnte es ja mal probieren, aber momentan ist nichts los. Das ist es leider. Es ist jetzt morgen um 9 Uhr. Eigentlich ist das Ding schon offen, man könnte die Steine holen. Aber es ist niemand da. Es ist einfach niemand da. Es ist Sonntag. Eigentlich müssten 200.000 der Eisen da sein. Weil die Eisen sind die Wochenende, Leute. Was die Igen ja lange Zeit die Wochenende, also die in der Wochenspieler, waren die Eisen die Wochenendspieler. Und momentan ist niemand da. Wir könnten mal kurz umschauen. Aber zuerst möchte ich das Level haben. Da wieder hinsetzen zum Regenerieren. So, und eben, es ist halt nicht jeder Part Comedy, aber es gehört auch zum Comedy. Comedy muss nicht immer etwas zum Lachen sein, etwas zum, ja, einfach interessant sein. Manchmal muss man eben auch leveln, manchmal muss man auch nur herumlaufen. Regnum ist halt nicht immer nur Action. Es ist nicht immer nur Fortkampf. Es ist nicht immer Mauer brechen. Und das merken auch die Spieler hier bei Champions of Regnum. Sie machen nur noch wenig, vielleicht eine Schlacht pro Tag. Ein Fort angreifen pro Tag. Dann sind sie wieder weg. Und manche Leute kommen auch nur bei Events oder sonstige Sachen. Und NGD Studios machen nur pro Monat ein Event. Und das verpasse ich meistens, weil ich ja nicht ins Forum schaue. Und nicht immer. Oh, Aggersbock. Haben sie zurückerobert. Dann gehen wir noch mal zum Aggersbock und schauen, ob sie uns angreifen. Aber ich denke nicht, weil wir total unterlegen sind. Greifen sie uns nicht an, aber ich könnte sie ja mal begleiten. Ich werde die Waffen eng tun und Küssi. Machen wir Schwuletten-Party heute. Aber zuerst das Level, zuerst das Level. Komm schon, bald. Wir haben noch Bonus, oder? Ja, nicht viel. Weil jeden Tag, wenn man das erste Mal einloggt und ein paar Gegner tötet, bekommt man Bonus. Erfahrung über. Das ist zwar nicht viel, aber trotzdem auf Dauer schon recht viel. 10% ungefähr pro Level. Und es geht gut. Das sind, glaube ich, 15% oder so, habe ich mal gelesen. Oh, ein königlicher Blitzstab. Ah, das ist mein Level 52 Geschenk. Schön. Welche habe ich überhaupt nicht? Ich habe gemacht. Ah nein, der. Hä? Okay. Tut mir leid, ich war am Wesen. Das ist ja mein zweites Inventar.
Stimmt, dann habe ich ja gar nichts überbekommen. Das ist eben noch der alte Stab vom zweitletzten Part. So, dann haben wir hier eine Ignaxt, die ist schwach. Greifenhose aus legiertem Stahl, 51. Ja. Greifenbrustpanzer ist der alte. Löwenhelm ist der alte. Flammenberg ist 52. Schwach. Zu schwach. So, du gehst raus. Der Löwenhelm wahrscheinlich auch. Oh nein. Ah, Angriffsreichweite ist nicht so wichtig. Löwenhelm geht raus. Das geht raus. Und jetzt haben wir hier noch was, glaube ich. Oder nicht? Ah, da, Kolossose 58 ist. Okay, nun gut. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen schauen, was die Eisen machen. Sterben halt. Aber wir sind Level 52, dann habe ich nochmals etwas zu machen. Und das ist das Skill. Das können wir halt nur im eigenen Reich, glaube ich. Und ja, Schonery-Kessel gibt es auch keinen. Das können wir nur in Meleketi oder in Altarok und so. Jo. So, wir gehen zu Augsburg, Brock. Sidis hat das Herbert vor die eingenommen, okay. Zurückgerobert. Ich will nur noch was kurz sagen. Ich war auch Süd, ich war auch Eise und ich war auch nett dazu mal zu dienen. Jetzt, ich bin momentan im Krieg, ich habe Egen, ich bin den Egen, ja, habe mich den Egen angeschlossen und bin halt jetzt durch Comedy, durch Let's Play ein bisschen veranlasst, ein bisschen die anderen zu, ja, schon fast zu hassen, aber es ist eher so ein bisschen ein Reichshassen, nicht ein Spielerhass. Die Spieler, wenn sie mich in Ruhe lassen, lasse ich sie auch in Ruhe, das ist klar. Und wenn sie nicht kämpfen wollen, dann sollen sie hüpfen oder sollen ein Küsschen geben oder sonst irgendwas. Das hört sich immer so pervers an. Vor allem, ja, es bringt halt nicht, ja, ich meine es ja nicht ernst, ich meine es ja nicht voll ernst. Es ist eben eine Community, es ist ein Let's Play, hey, und da sind die Beleidigungen wirklich manchmal nicht so ernst zu nehmen. Und deshalb sollte auch niemand böse auf mich sein, wenn ich jetzt mal sage, Scheißhasen. Es ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, nicht ernst zu nehmen. Oh, schaut mal, was ihr da habt. Ich klaue euch mal den Stein. Ich habe einen Hasen. Wollt ihr den Hasen? Kommt mit mir in die Höhle des Drachens. Aber nicht die Höhle, wo der... die Drachen sind, die drei. Lol, da greifen... Ah, das ist ein Bogenschützen, ein Wächter. Hey. 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 Frechheit. Captain Regnum ist wieder zur Stelle. Das ist ein Fall für Captain Regnum. So, dann hier. Tschupp. Captain Regnum greift das Wort an. Sucht die Spieler. Er will ein bisschen Community machen. Er will ein bisschen die Community sehen, weil die Igen momentan nicht da sind. Und da muss doch einer noch drin sein. Irgendwo. Ich bin leider kein Ezio. Ich bin ein kleiner, armer Teufel. Ein Teufelskerl. Und ja, schade, wir haben hier nicht viel zu tun. Weil die Eisen nicht hier sind. Hey Eisen, kommt mal zu mir. Ich will euch treffen. Ich bin doch der Champion. Ich bin doch der richtig coole Captain Regnum.
Oh, Manny. Ah, sie sind nach Manny gegangen. ich kümmere es gerade nicht. Ich werde lieber hier ein bisschen trollen. Hallo. Hallo. Au, au. Au, au. Die haben mega lange gebraucht, bis sie mich entdeckt haben. Ja, es ist niemand hier. Sollen wir machen, buffen? Der Troll war hier, als ist jemand hier gerade reingegangen, oder was? Mich kümmert's nicht. So. Noch ein bisschen fauchen, bevor wir da buffen. Und jetzt geht's los. Volle Kanne rein. Ah! Ich werde es nicht schaffen. Ich werde sterben. Nein! Hilfe! Ah! Er greift wirklich an. Der Rabauke greift wirklich an. Sieht er nicht, dass ich trolle? Oh. Peinlich. Er muss natürlich angreifen. Er will die Krups haben. Die Krups. Oh. Gut. Dankeschön. Jetzt darf ich endlich zum Ausbilder gehen. Und er geht wieder rein. Ganz lock. Ah, schön. Gut. Ja, der Rabauke kennt mich wahrscheinlich noch nicht so. Weiß noch nicht, dass ich die ganze Zeit trolle. Und es ist klar, das ist auch gut so. Da hat sich sicher gefragt, was macht der da im Zerki-Kostüm? Der will alleine angreifen und dann sieht er mein Level. Oh, scheiße. Und er hat nur einen Körb bekommen. Oh, so richtig enttäuscht geht er wieder da rein. Ja, typisch. Aber das würden die Igen und die Sütten natürlich auch machen. Fand ich lustig. Voll stunnen. Ich habe nicht mal angegriffen, ich habe nur angeklickt und dann hat der Klotz zweimal wahrscheinlich geschlagen. Mal schauen. Wie viel Mal habe ich geschlagen? Nicht? Ja. Nie habe ich geschlagen. Also bitte. Voll. Ein vollkommener Troll. Huhu. Jetzt fühle ich mich auch wieder so richtig episch. Ich habe einen Sinn, habt ihr gehört? Ja, ich habe einen Sinn. Ich bin der Troll, ich bin das Trollopfer. Ich lasse mich von mir selber opfern im Troll, von meinem eigenen Troll lasse ich mich opfern. So, und blöde Steuerung. Geh weg. So, alles mal zurücksetzen. Habe ich schon lange verskillt, seit Level 48 bin ich, laufe ich verskillt herum. So, ich möchte Donnerschlag. Ich möchte Stahlgemüt. Was möchte ich sonst noch? Ich weiß nicht, Gedankenzerquetschel ist jetzt nicht so wichtig. Das lasse ich mal. So, dann möchte ich hier Vielseitigkeit. Hier möchte ich Treten und Behutsamkeit, mache ich mal auf Angriff. Und ja, Skill auch Angriff, Behutsamkeit und Treten. Treten möchte ich einfach jetzt wieder dabei haben. Kann ich mal das skillen noch. Und hier wieder voll. Hallo? Aha, ich bin ein bisschen daneben gekommen. So. Soll ich Wirbelwind? Stetige Treffer, das ist ja schon gut, aber Wirbelwind alleine ist nicht so stark. Da müssen wir eigentlich beides killen. Das wieder. Und das andere muss ich ja nicht haben. Sondern, also nein. Nein, Zorn der Erde nehme ich nicht mit. Athletik ist ja nur Geschicklichkeit. Und hier haben wir Topsucht. Aber irgendwie, ja, ich nehme Sprint mit, ich nehme Berserker mit, ich nehme Ekstase mit. Ja, okay, Topsucht auch. Aber es ist jetzt wirklich nicht so wichtig. So, was brauche ich dann noch?
Ja, so ein Gebrüll oder so kann ich dann für die Beshys noch einsetzen, für die Hexer. Aber nein, jetzt noch nicht. Also wirklich, wenn ich in einem Clan bin oder wenn ich den Clan gegründet habe, wenn Leute drin sind, dann ja. 3 Sekunden Schwindel. Bereich 6 Meter vor einem oder was? Naja. So. Haben wir das wieder. Treten mache ich auf hier. Angriff auf hier. Behutsamkeit. Blutdurst. Betäubendes Gebrüll. So. Ekstase kommt hier hin. Sprint hier. Dann ist Berserker noch. Das muss ich irgendwie austauschen. Mit dem hier. So. Topsuch mache ich mal hier oben. Ja, und Berserker kommt noch hinten dran. So. So ist gut. Hm. Also, Igen ist immer noch nicht wach. Die Igen sind noch nicht wach. Hm. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt gehen wir wieder zum Händler, wo wir am Anfang gewesen sind unter dem... unter diesem Sonnenschirm aus Stroh. Kommt wer, Manny? Nö. Ich nicht. ich trolle lieber. So, also, dann gehen wir mal. Und... ja. Eben. Heute kommen 2 Folgen. Morgen kommt dafür keine, weil ich im Europapark bin. Den ganzen Tag von 7 Uhr morgens um 9 Uhr macht der Park auf bis um 23 Uhr abends oder nachts bin ich dort und kann dann leider erst Kommentare beantworten, wenn ich dann zurück bin, aber das mache ich dann noch. Ich gehe da noch nicht schlafen. Ich gehe sowieso meistens erst um 2 Uhr morgens schlafen, stehe wieder um 7:30 auf. So ist mein Leben. So ist mein Schlaf. Und ja. Deshalb eben am Montag kommt nichts. Dafür jetzt heute am Sonntag wieder ein paar mehr Parts. Aber leider gegen Abend nichts mehr. Also es kommt kommen nicht so viele Parts wie gestern. Weil eben mir der Abend fehlt, der Abend bin ich zu Hause, da kann ich nicht aufnehmen oder hochladen. Und ja, momentan bin ich ja eben in der Wege, da kann ich hochladen, aber ich bin ja eben am Abend nicht mehr in der Wege. Ja, ich habe überhaupt keinen Kontakt mit den Leuten hier in der Wege. Ich bin immer außerhalb oder eben im Zimmer um hochladen. Und deshalb, ja, ist es so, dass... für mich eigentlich keine Wege ist, aber ich wohne in einer Wege, sozusagen. Natürlich helfe ich den Leuten hier auch. Ich helfe sie sogar mehr als sie mir, aber ich habe keinen Kontakt. Also wir reden ein bisschen über die allgemeine Bildung, also einfach alles, was allgemein Wissen ist und so. Aber mehr auch nicht. Also nichts Persönliches, überhaupt nichts Persönliches. Und deshalb... ja, es ist halt nicht viel und deshalb ist es für mich auch eigentlich nicht mehr Wege, einfach kurz einen Wohnplatz, bis ich das Haus habe, das ich mir suchen muss. 52 habe ich, Löwenhose, 52.200. Habe ich plus Ausweichchance, ist Ausweichchance plus 10% besser als 8 Rüstungspunkte, denke ich schon.
Einen Hammer möchte ich gerne, aber einen Königshammer. Das ist Zweihand. Löwenschulterpanzer, 52, 200. Ja. Den nehme ich. Und Löwenhandschuh, 52, 200. Alles gleich. Ja, nehme ich auch. So. Und sonst haben wir hier noch... was sind die Barbaren-Items? Das sieht doch aus wie ein Barbaren-Helm. Bestienanführerhelm. Für Jäger. Drachenhelm. Ritter. Meisterschützenhelm. Schutzhelm. Haben wir keine Barbaren-Items mehr hier? Okay. Tja. Ja. Okay. Und wo sind dann meine Barbaren-Items? Wo sind die Barbaren-Items, die... Ja, außer Schwerter. Hm. Keine Ahnung. So. Gekauft. Wo sind sie? Ich habe doch drüber... Eine Frechheit, wirklich eine Frechheit, das Handelssystem. Ich habe auf Kaufen gedrückt. Löwenhandschuh und Löwenschulterpanzer, oder? Der Löwenschulterpanzer war es. Ja. Ah, jetzt hat man auch das Geräusch gehört. Okay, war irgendwie ein bisschen... in, dass es nicht gecheckt hat oder so. So, die verkaufen und Greifenhandschuh. Ja, der Greifenbrustpanzer jetzt auch. So, noch verkaufen. Das ist der Löwenhelm. Angriffsreicher, ja, das ist der, wo wir auch ersetzt haben. So. Verkaufen. Jetzt haben wir wieder mehr eingenommen, als wir ausgegeben haben. So, also, das wieder abziehen. Und, nein. Da wieder aktivieren. So. Gut. Jetzt schauen wir mal. Menria. Nehmen wir das locker ein, oder? Locker noch einnehmen. Und sterben. Okay. Aber wir haben bessere Ausrüstung. Sieht man irgendwie einen Unterschied? Beim Schulterpanzer sieht man so ein bisschen rot jetzt. Ah, das ist... Das liegt am Handschuh. Ja. Okay. Die Handschuhe gehen ja bei Regnum bis ganz nach oben. Bis unter die Schulter. So, fast 200 Magnetstücke, auch gut. Und, ja, die Warmaster Coins gehen halt nicht nach oben, weil ich nicht dazu komme, ja, einen Fort einzunehmen oder so und zu warten. Mir fehlt auch so ein bisschen die Zeit, vor allem am Abend. Und, ja, die anderen Reiche sind halt über, überpowered momentan. Deshalb passiert am Abend meistens auch nichts für die Igen, weil alle Igen wirklich jetzt wieder stinkig verlassen haben. Also das liegt an den Igen und nicht an den Eisen und Syrten, dass wir momentan wieder so schlecht sind. Und nicht an den aktiven Igen, sondern an den inaktiven Igen, an denen, die einfach alles, denen alles nicht passt. Nichts passt denn. Und von mir aus, also eben, Regnum ist keine Schule, da müsst ihr nicht die ganze Zeit irgendwelche Forts einnehmen oder so. Und da habt ihr einen Zwang, hier habt ihr keinen Zwang, oder? Was macht ihr hier? Habt ihr Angst von uns? Von einer Ein-Mann-Armee? Lol, sie kommen. Sie kommen. So niedlich. Von mir aus. Wie gesagt, ich trolle ja nur.
Momentan troll ich wirklich nur, wenn ich keinen Sinn sehe, dann ist es für mich Trolling. Sie kommen immer näher. Kuchen backen. Ja, back doch mal einen Kuchen. Nicht immer dort herumgammeln. Gammelige Alsen. Herumstinkende Alsen. Mal schauen, ob wir gammeln. Hat es irgendwelche Leute hier vorne am Bind? Keine Ahnung. So, heute werde ich wahrscheinlich auch nicht leveln hier. Also werden wir wahrscheinlich im nächsten Part wieder gleich weit sein. Dann können wir leveln. Aber ich mache erstmal kurze Pause. Und dann geht es weiter mit dem zweiten Part, der auch noch heute hoffentlich kommt. Oder sonst halt am Dienstag. Hey, Gammeler, steht mal auf. Okay, kiss you. Okay, dann weiß ich ja, was ich nachher machen kann. Dort noch ein bisschen leveln. Und, wer ist das? Taube X, ja. Okay. Hallo, zwei Gammler. Seid ihr gut vergammelt? Gammelschinken. So, also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Wasser. Tschüss.